Ich bin Klaus. Ich bin John. Ich bin Klaus. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ja, Last Epoch. Genau heißt das Spiel. Wir sind in der ersten Mission von Ages of Dragon. Und nein, nicht Ages of Dragon, sondern. Ach, wie heißt es? Das andere. genau. War of the Dragon oder so. Sieht man das? Sanctum einfach. Okay, weiß ich nicht mehr so genau, aber ja, diese Timeline ganz in der Mitte, die war, glaube ich, Level 85. Und jo, bin jetzt gerade ein bisschen reingeworfen worden vom Spiel. Jo, ich habe noch volles Inventar scheinbar. Wir haben ein paar tolle Sachen bekommen, zum Beispiel der Ring da unten links, der blaue, nicht der gelbe oder ja, goldene, silberne. Und jo, diese Szene ganz am Anfang war von John Wick Chapter 4. Und ja, fand ich gerade gestern Abend sehr lustig. Weil der Klaus, der ist ein bisschen behindert, aber der ist ein richtiger Chorknabe, ein richtiger Türsteher. Und das ist natürlich der beste Begleiter von John Wick. Jo. So. Den Film habe ich sicher schon 4 oder 5 Mal geschaut. Weil ich einfach irgendwie, ja, Leute mit Knall gerne habe. Also nicht die Behinderten, sondern schon. Der hat einen Knall. Wie ein rotes Gummiboot. So, wie viel hat er getötet? Fast 400 Menschen. Innerhalb von 4 Filmen. Ja, und dann macht er noch einen 5. Film. Keanu Reeves ist irgendwie so cool. Er ist zwar jetzt nicht unbedingt so mein Lieblingsschauspieler, er ist ein bisschen. Ja, also er macht schon gut, aber er ist ein bisschen arrogant oder so. Ich weiß nicht genau, wie man dann sagt. Einfach so ein bisschen spießerisch. Auf irgendwie auf Top-Niveau schauspielen wollen. Also nicht so, ja, Ding macht. Sag schon. Jo, also ihr wisst, was ich meine. So, ist jetzt auch gerade noch früh. Und mein Gehirn ist gerade momentan noch nicht in Topform. So, wir sind ein bisschen abgelenkt, weil die Gegner, ja, die Gegner sind eigentlich relativ leicht, aber einfach von den schweren Typen. Und jo, mir geht es jetzt momentan auch nicht so gut, also ich muss jetzt einfach bald halt in die Klinik. Das dauert einfach in der Schweiz so 20 Jahre. Wenn man irgendwie, ja, was sagt man denn? Ja, alles irgendwie geregelt werden muss in der Schweiz. Kannst du nicht einfach in eine Klinik. Da musst du irgendwie ganz viel lange warten. Jo, obwohl du eigentlich ganz typische Probleme hast, oder? Wie zum Beispiel Wortfindungsstörungen. Gehört auch zu meiner Krankheit ein bisschen. Jo. Und so Sachen. Und deshalb gehe ich lieber dorthin, mache die Dinge und bin dann wieder besser beim Wort raussuchen. So, sind auch immer schwere Wörter, wo man also haben muss. Wir brauchen noch Punkte. Ich kann gar keine Punkte mehr irgendwo investieren. Eigentlich. Also Betäubung wäre nicht schlecht, Entzünden ist nicht unbedingt so wichtig. Er hat noch mehr Rüstungsdruck drin. Und hier können wir, hier unten haben wir da einen Punkt setzen. Eigentlich nur blind, Zufall. Okay. Und hier haben wir noch Punkte. Auf jeden Fall, glaube ich, kritische Treffer. Ich tue lieber noch Geschwindigkeit. Angriffsgeschwindigkeit ein. Und hier haben wir einfach da oben, dann haben wir keinen Punkt mehr. So, Autocast wäre nicht, auch nicht schlecht. Also nicht Autocast, sondern sofortige Besetzung. Also Benutzung. Nicht Besetzung. Ich besetze niemanden, aber hier Ausbau. Ausdauergrenze pro aktiven Stapel wäre nicht schlecht. Kann mich nicht so entscheiden. Hier unten sind halt maximale Siegel nochmal. Nein, nein, sofort wirken brauche ich jetzt nicht unbedingt. Komm, also hier rein.
Und ja, wir haben irgendwie zu viele Punkte, oder? Das ist es halt auch. Da, hä? Okay. Oh, eh ist immer gut. So, was habe ich sonst noch? Ja, dass ich einfach momentan. Oh. Da kannst du gleich mal diese Attacke. Wieso hast du so wenig Leben? Was ist mit dir passiert? Kann ich dich mitnehmen, du Pettdache. Jetzt nur noch. Ja, angreifen ständig. So. Gut. Erste Quest von drei haben wir erledigt. Der droppt gar nichts. Also der hat Loot-Filter-Probleme. Der hat einen starken Loot-Filter-Problem. So, genau. Bin immer noch auf der Suche nach diesem blöden Wort. So. Charmant. Nein, nicht charmant, aber das ist eigentlich. So, oh ja, das mit dem Drachen. Also der Drache werde ich wahrscheinlich besiegen können. Hüter des. Wie heißen denn die Drachen wieder? Also wie heißt die Timeline von. Okay, ich habe ein bisschen Probleme so. Low life hier. Nein, ich kann es nicht zurücksetzen, Jim. Oder die Attacke zurücksetzen. Hey Mano, ich kann mich nicht heilen, so. Ich will mir nur Schaden machen. Hallo. Ja, setzt du die Attacke ein, die stört mich nicht so. Hey. Weg damit. Ein Drache weniger. Und ja. Ein bisschen Spaß muss sein. Ja, die sind schon ein bisschen stärker als unser Bild. Also, dass die einfach viel, viel Schaden machen können. Ja. Geht mal weg, ihr blöden Bodeneffekt. Die sind, glaube ich, nur verpackt. Dass die noch dastehen, obwohl sie schon weg sein müssten. Naja. Und dafür machen wir immer wieder ein bisschen viel Schaden, wenn wir Mana haben. So, okay. Ja, da muss ich noch reden, stimmt. Ich war erobert. Aber ich will ein grünes Portal. So. Ich habe sicher noch Platz in der Kiste. Ja, nicht ganz. Ich habe so viele Sachen auch gefunden. Mit meinem neuen Charakter. Also mit dem ja, älteren Charakter. Aber diesem einen Schamanen mit Tornado. Geht und so. Da habe ich im Livestream da noch kurz vorgestellt. Ja, ein bisschen länger. Jo. Wir brauchen so einen Schrott nicht. Also ich werde ihn wahrscheinlich schon sehr schwer kriegen. Also Herrschaft des Drachen heißt es auch auf Deutsch. Okay. Der fallende Hort und hier müssen wir den Herrschaft der Hund, den Kaiser der Leichen, okay. Jo. Besiegen. Ah, grüezi! Sie sind aber ein dicker Drache. Was machen sie hier? Wieso ist das so ein frecher Drache, hä? Castet erstmal so eine Mega-Attacke und sagt so, dir geht's gut und dir nicht. Ich hab halt eine fette OP-Attacke und du hast noch Hammer. Ich bin Klaus. Ich bin Klaus. Ich sage nur, ich bin Klaus, weil ich dumm bin. Ich bin aber gerne dumm. So. Nicht so wie der kontinental begabte Mensch. Der Planeten begabt. Nicht ich. Ich bin nicht damit gemeint. Also doch. Vielleicht. So, wenn die Bluteffekte dann kommen, dann wird es schwierig. Ich habe irgendwie nie Probleme mit schweren Gegnern, aber ich mache es nicht effizient genug. Dass ich doch schon manchmal in extremen Bedrängnis komme oder so. Ja, sicher, voll ins Blut. Ich habe gesagt, nicht ins Blut. Man ist auch nicht genug schnell.
muss auch sehen, wo das Blut ist. Ich sehe gerade nicht, da hat's Blut. Gott, wir werden alle sterben. Ja sicher, dort ist überall Blut gewesen. Ich habe es nicht immer gesehen, richtig. Ja, da ist Blut. Wie schnell der verloren ist. Ja, ja, ich weiß. Ja, so langsam habe ich keine Chance mehr. Ganz knapp werde ich wahrscheinlich verlieren. Ich kann ja mal wieder Heiltrinke saugen. Weißt du, immer Heiltrinke saugen. Vor allem dir, wenn das kommt. Und wir haben geschafft. Oh, geil, wir haben die noch geschafft. Giftresistenzen, hä? Ich denke, ich nehme Giftresistenzen und nicht alle Widerstände. Ja, ja. Giftresistenz. Boah, wenn ich jetzt das Falsche genommen habe, dann nervt mich das aber. Aber Giftresistenzen ist einfach viel stärker. Und wir haben Symbol des Niedergangs. Ist zwar nicht gerade das, was ich brauche, aber gut. Blockchance. Unterkühlung. Körperliche Schaden brauchen wir nicht. Nö. Und die Schlüssel brauchen wir auch nicht. Boah, bin froh, dass wir den geschafft haben. Weil jetzt kommen wir auf Ages of Winter und dort können wir das Amulett. Also müssen wir nach rechts, glaube ich, oder? Ich bin Klaus. Er ist in Himmel und Hölle. An der coolen Bar in Hamburg. Nee, er hat noch einen Schuss. Das ist die geilste Szene. Ja, ja. John Wick mag es. Hat. Er hat nicht geschossen. Er hat nicht geschossen. Das nächste Mal passt er besser auf, bevor du einen Kopfschuss bekommst. Kleiner, nobler Franzose, du. Was bringt das mit John Wick zu tun? Oh, John Wick, der Paladin. Nein, Klaus, der Paladin. Das ist Klaus. Das ist ein Paladin. Kein Türsteher. Das ist ein Paladin. Wieso sehen wir so nicht ganz so schadenstechnisch unterwegs? Braucht mehr Schaden. Wir müssen jetzt unbedingt auf diese Idol-Echos gehen. Also, Götzen-Echos. Ist sehr wichtig. Oh, eine Truhe. Vielleicht ist in der Truhe ja so ein neuer Drachengötze. Also nur nicht alle Drachengötze, nur die mit Wurfschaden. Das mag ich auslösen. Bei Wurfschaden treffen. LP-Regeneration. Ich weiß es nicht genau, aber vielleicht. Oh, die ganze Nacht war wieder mein Nachbar unterwegs. Ich habe schon mal Probleme mit deinem Nachbar gehabt. Jetzt ist er relativ neu, seit ungefähr fast 2 Monaten ist drin mit dem Nachbar. Das ist ein bisschen doof. Naja. Aber er hat was. Auch Schlafprobleme. Können wir nichts machen. Liegt an ihm, nicht an mir. Dass ich nicht schlafen kann. Aber der ist jetzt momentan wahrscheinlich wieder durch mich geweckt worden. Wenn er vielleicht ein bisschen hört. Egal, ich bin Klaus. Aber es ist um 10.31 Uhr. Cool, da oben ist eine Zeit. Wusste ich gar nicht. So. Gut. Jetzt muss ich nochmal ein bisschen nachdenken. 9 von 12 ist, glaube ich, gewollt. Ich war gleich mal, sonst haben wir da ein Problem. Ja. 8 und 10. 8. Okay. Mehr Rüstung. 2 Punkte sogar kann ich setzen. Habe ich einmal nicht gelevelt. Dann gehe ich doch den Büchern nach, dass wir noch ein bisschen leveln, oder? Ja. Ist schon eine gute Idee. Ja. Eben, es gibt manchmal einfach so Probleme, die einem im Weg stehen. Zum Beispiel eben halt unruhige Menschen oder so. Oder zum Beispiel einfach Leute, die nichts machen, die einen Beruf haben. Einen Beruf, wo man jemandem helfen muss und die machen nichts. Oh, ich bin überfordert. Ich habe noch 2 Kinder.
nicht zwei Kinder, aber trotzdem ist er da. Ja, ein Beruf ist dazu da, gemacht zu werden. Mehr nicht. Da kann man nicht ständig immer nur sagen, ich mach das nicht mehr. Ich mach den Beruf nicht mehr, ich bin doch reich. Ja, sechs Vitalität und Rüstung. Schon geil, aber irgendwie nicht nützlich. Also nicht so nützlich, wie ich jetzt gerade brauche. Vielleicht im Endgame, wo man sowieso mega viel Leben braucht und alles. Wieso müssen die jetzt... Oh, Bienen! Wieso müssen die jetzt so angreifen? Gerade die. Das sind die doofsten Gegner, finde ich irgendwie. Die so unglaublich schnell sind auch. Oh, ich bin fast noch reingecastet worden. Immer dieses Auto-Casten irgendwo hinkommt. Also es ist nicht Auto, ich war ja dort, aber... Das war aber immer nicht merkbar, wo man hingelangt bin. So schnell. Ich bin Klaus. Also ich mag den. Also er ist wahrscheinlich eben ein bisschen behindert oder so. Er spielt einen Behinderten. Aber ist so charmant und oh, ist süß. Hat zum Beispiel sehr viele Zähne ausgeschlagen bekommen. Wahrscheinlich. So neue Zähne. Die Zähne. Oder hat sich halt auch sehr nobel gemacht. Aber er ist wahrscheinlich beim Scott Adkins, das ist ein Kampfsport-Schauspielers-Charakter. Derjenige, der ja, ihn dient. Und dadurch, weil der auch goldene Zähne hat, ist er wahrscheinlich sein Bodyguard. Klar ist, wer ich hier bin. Wieso nicht? Der gehört als Charakterklasse hier. Der Klaus. Immer schön drauf. Wenn er mehr Schaden bekommt, wenn er die Zähne ausgeschlagen bekommt, dann macht er weniger Schaden. Oh, schön. Schön, er ist sauber geworden. Früher war der ja so mega eisig. Also, so rauchig eisig, fast schon. Frostbite und so. Und jetzt ist er irgendwie so richtig schön. Designed, bisschen glänzender. Ach nee, da kann noch die anderen. Oh, ist das knapp. Also ja, macht ja nicht so viel Schaden, aber ich will ihn trotzdem nicht. Den Schaden von diesen dummen Spitzen. Ja. Ich habe mich schon lange ein bisschen gefragt, was soll ich denn für Musik einbauen? Es gibt ein paar tolle Lieder, wo ich einfach nicht die Rechte habe, aber jo. Also, wenn ihr das noch nicht so mitbekommen habt, ich will mit einem Kumpel, der Editor ist bei Twitch, also bald. Ein Spiel entwickeln über, ja, so japanisch und europäische Mafia-Banden und ja, wollen wir einfach ein bisschen Musik einbauen für mit Mafia zu nehmen. Also mit Yakuza und Triaden und ja, italienische den Mafia, russische Mafia und so. Genau, und die deutsche Mafia. Die Berliner Mafia. Zum Beispiel ein Hamburger macht, der wäre cool. So. Ja. Ich bin ja mit Mafia groß geworden. Also Mafia 1, Mafia 2 dann. Und. Also groß geworden, nicht ab der Jugend natürlich, aber. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich bin halt wirklich so ein Fan, aber ich kenne kaum Spiele mit Mafia. Also natürlich nächsten Teil, Mafia 3 war mir mega wieder. Das könnte ich eigentlich, wenn ich ein bisschen mehr, wie sage ich, einfühlsam Ding oder in einem Livestream beginnen einfach. Könnte ich mal spielen, ja. Ja. War eigentlich irgendwie gar nicht mal so schlecht. Also das ist einfach der schlechteste Teil. Aber ich fand den irgendwie fast am besten.
Einfach wegen dem ja, coolen, erzählerischen und ja, machbaren Anteil. Fand ich ein besseres Teil 1 und Teil 2. Und auch Definitive Edition, oder wie die heißen. Revax. Okay, voll viel Giftschaden. Es gibt ein paar Bates mit Gift, die sind hammerstark. Aber die sind schwer zu spielen. Fertig zu machen, ich brauche ja immer noch die Giftringe. Diese oh, der ist gut, aber nicht gut gerollt, ja. Okay, das ist einfach 56, aber ich weiß jetzt nicht wie. Nö. Wie viel Max ist denn so? Hm, komisch. Na gut. So. Dine LP will ich nicht mehr. Giftschaden. Yes, ich brauche jetzt eben diese Amulett-Echos. Gehen wir doch zuerst. Ja, ja, das reicht noch. Gehen wir zuerst zu den Götzen. Weil jetzt ist die Chance, weil wir sind jetzt in einem Level 90er, genau. Monolithen. Jetzt ist die Chance auf diese Dinge wieder besser. Also nochmals besser. Auf diese Götzen, die wir brauchen. Ja, Trefferschaden. Also, ja, Wuchttreffer. Smite einsetzen ist schon wichtig. Dann macht's mehr Zisch. Und dann macht's Boom. Ja, Multiplier ist besser, oder? Ist schon hart hier, 125. Ja, okay, hat auch Multiplier drauf. Giftresistenz noch. Physischer Widerstand ist aber wichtig. Noch nicht benutzen. Wenn's passt, dann passt. So, müssen wir noch das Puzzle zusammenfügen. Gut. Ja, aber ich weiß nicht, wie viel stärker Multiplayer ist als Hitzschaden. Also jetzt momentan geht es wirklich viel besser wieder mit dem Bild. Er hat einfach manchmal ein bisschen Wachstumsprobleme. Also wieder die Items noch nicht haben. So richtig. Wir spielen ja solo safe, also es ist halt schwieriger für uns als für andere Spieler. Die halt handeln und sonst auch viel farmen. Aber ich könnte jetzt wieder eigentlich farmen nach dem Amulett und so. In einem Livestream. Den könnte ich heute vielleicht noch machen. Ja, freue mich drauf. Und sonst kommt halt einfach dann nach der Klinik irgendwann noch. Ich weiß ja nicht, wann ich noch einen Arzttermin heute habe. Ja, die Sachen brauche ich nicht unbedingt jetzt mitzunehmen. Also nur die starken dann eigentlich. Später dann immer mal warm. Gut. Ja, jetzt geht's auch gerade wieder mit der Wortfindung. Aber ich habe meistens einfach viel zu viel im Kopf. Da kann ich nicht noch alle Wörter raussuchen. Ja, wenn man negative Sachen hat, wie zum Beispiel Krankheiten, dann ist man einfach im Kopf ein bisschen besser. Hat aber dann Probleme einfach mit dem Rausfinden von Wörtern oder so, denke ich mal. Und halt eben der Krankheit auch. Mit CFS ist einer der härtesten Krankheiten jetzt geworden. Wird jetzt auch gerade viel mit Dokus. Also schaut mal ein bisschen Dokus über Krankheiten oder so, dann war die sicher von dieser Krankheit auch. Heißt einfach eben CFS. Das ist eine Schwäche von den Nerven. Nicht das, was ihr jetzt gerade denkt, schwach sein wegen Körper oder so. Und auf die Nerven sagen dann, hallo, ich mach weh. Und ich bin müde. Aber die Müdigkeit habe ich selber nicht so sehr. Bei mir ist es eher, ja, die Schmerzen. Und so die Wortfindungsstörungen. Oder ich muss einfach viel zu viel Sport machen. Kann nicht ohne Sport leben. So Sachen sind es, die einfach völlig schnell. Oder dass ich gewisse Sachen einfach nicht überwindend machen kann, weil mir die Energie doch fehlt immer wieder. So schwere Sachen wie zum Beispiel ja, etwas tragen oder so. Ist einfach dann irgendwie wie eine Blockade. Nö, du bist zu schwach oder so. Aber du bist nicht zu schwach. Du kannst es trotzdem machen. Du hast einfach sehr nervliche, also Sinnesprobleme vor allem und so. Die dich einfach hindern, da irgendwas in Ruhe zu tragen.
froh, den Ruhe zu machen. Du bist einfach sehr angestrengt, mit Schmerzen erfüllt. Du kannst einfach, jo, müsst du mal Auto fahren, du kannst nicht wegen der Konzentration Auto fahren. Konzentrationsprobleme ist schon hart, aber yes. Ich muss einfach verzichten, oder? Durch Dinge mit Bluten brauche ich jetzt auch nicht mehr in diesem Cycle. Yes, naja, so viel muss ich nicht einsammeln. So, also machen wir das Echo. Kennt ihr Echo? Das ist eine geile Serie gewesen. Ist nur kurz gewesen, aber ja, so eine Blinde zu sehen. Nein, ich hör. Das ist nicht blind, Drago. Eine, die nicht gut hört. Die fast gar nicht hört. Genau. Welcher Film ist blind? Daredevil. Der Matt Murdock. Matt Murdock ist eigentlich ziemlich geil. Vom Typ her. Nicht vom Superhelden, ja, schon vom Superhelden her. Also wie er ist, ist er ziemlich cool. Ein braver Junge. Ganz brav, kennt alle Menschen. So. Schon wieder. Nein, das ist nur der Rückzug vom Rücken. So. Sind Schuriken eigentlich nie von zurück? Ja. Das sind doch Boomerangs. Hallo. Nicht so viel HP haben. Und noch nicht ganz so stark. Weg damit. Nochmals ein Unique. Oh. Ja, Traumdorm. Hm. Dreamtorn. Glaube ich gar nicht mehr. Ja, muss ja so sein. Das ist eine gute Übersetzung. Töte Feinde um den Hinterhalt. So locken können. So ein bisschen mehr. Ja, so. Schleim im Hals liegt ja am Asthma, allergischen Asthma. Und jetzt momentan habe ich so das Gefühl, meine Bäume, Büsche und Gräser sind halt gerade wieder am sagen, hey Drago, dein Hals ist irgendwie verschleimt. Naja. Oh cool, ich liebe diesen Boni von dem Gegner. Kann einfach unsichtbare Gegner töten, halb unsichtbar. Wow. Hey, übertreibt's nicht. So viel brauche ich nicht. Die machen Blutschaden, so heftig. Sind halt Raptoren. Also diese Säbelzahntiger vom Nordakta, der Akt 7, die sind eigentlich gar noch nicht so stark. Die werden wahrscheinlich stark. Die machen einfach sehr viel Schaden, wenn man sie in Ruhe lässt. Und haben, glaube ich, Hastaufschlag. Also wenn sie angreifen, bekommen sie irgendwie Hast über. Sehr gut. Sehr gute Defensive und mit Abklingzeit Reduzierung. Wieso bekomme ich so Scheiß? Ey, der gleiche Götze nur anders. Ich habe nur Scheiß bekommen. Ich habe nur Scheiß bekommen. Ich krieg die Zeche. Yes. Drago hat die Zeche gebrellt. Ja gut, dann jo, machen wir das nächste Mal weiter. Ah ja, im Livestream machen wir weiter. Jo, dürft ihr gerne dann den Part, Livestream-Part auch noch anschauen, wenn ich nicht mehr livestreame. Eine Aufzeichnung. Und ja, wir sehen uns dann, denke ich mal, in einem anderen Video oder in einem Livestream wieder, falls ihr Lust habt. Dankeschön fürs Zusehen und einen schönen Tag. Tschüss.